Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Als erstes gibt Ihnen Benny Andersson Informationen über Veranstaltungen im Freibad. Hallo, liebe Zuschauer vom Grevesmühlen TV. Ich bin Benny Andersson, der Vorsitzende vom Unser Freibad in Grevesmühlen. Ich wollte euch mitteilen, dass wir gewisse Termine haben dieses Jahr, Saison 2020. Und wir fangen an mit den Eröffnungen des Freibades am 1. Mai. Die zweite Veranstaltung, die feststeht, ist der Aluman, die ist am 20.06. Dort wird dieses Jahr ganz besondere Sachen gemacht. Wir erhöhen die Zahl von 100 Teilnehmer auf 150 und wir fordern alle auf, eine Mannschaft zu stellen. Wir wollen 20 Mannschaften bzw. Staffel mitlaufen lassen. Das heißt, drei Personen, eine schwimmt, eine fährt Fahrrad und der dritte läuft einmal oder zweimal um den Plottensee. Auch der Mike Richter Gedächtnislauf wird dieses Jahr stattfinden mit Kindern und Jugendlichen. Und Aufnahmegebühr dort ist natürlich kostenlos. Weiter geht es im Juli am 18.07. wollen wir Neptunfest haben oder machen, veranstalten. Und dort ist auch Eintritt frei, sowie auch zum Aluman ist auch Eintritt frei. Am 25.07. machen wir weiter mit K2 Beach Party dieses Jahr. Wieder der letzte Wochenende im Juli. Und die letzte Veranstaltung, die wir dieses Jahr veranstalten wird, ist der Badewannenregatta. Hoffentlich mit richtig viel Teams, viel Spaß und so weiter. Und das wird am 15.08.2020 geschehen. Zum Tag der Umwelt am 28.03. machen wir natürlich in Freibad auch Einsatz, um die Freibad sauber zu kriegen und ein bisschen entrümpeln vom Winter. Obwohl es ja nicht so großartig Winter war, aber letztendlich müssen wir es trotzdem ein bisschen aufräumen, sauber machen, Steg sauber machen und so weiter. Da laden wir natürlich auch alle dazu ein, Mitglieder oder Nichtmitglieder, zum Helfen. Noch dazu muss ich noch erwähnen, wir haben auch Schwimmkurse dieses Jahr und ziemlich viele. Wir wurden ja von der Ostsee-Zeitung Winterspendenaktion gefördert dieses Jahr und deswegen kostet die Schwimmkurse nicht mehr 60 Euro, sondern nur 25 Euro. Was ganz Besonderes ist dieses Jahr, auch Erwachsene sind dieses Jahr willkommen zum Schwimmkurs. Wir haben extra einen Erwachsenen-Schwimmkurs. Und für die, die denken, naja, das könnte ein bisschen peinlich sein, die Kurs machen wir vom 18 Uhr bis 21 Uhr, also nach der Schließung. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn da ein paar auftaucht zu diesen Schwimmkursen, weil es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch schwimmen kann, egal in welcher Lebenslage. Und die Öffnungszeiten wird wie gewohnt, steht auch auf unserer Homepage www.unser-freibad.de. Also Vorsaison vom 14 bis 18 Uhr und in der Ferienzeit vom 10 bis 18 Uhr. Ja, am Wochenende natürlich auch vor der Ferien vom 10 bis 18 Uhr. Ne? Wir freuen uns auf euren Besuch. Bis bald. Weitere Infos für die Veranstaltungen gibt Ihnen Herr Rehwald. Ja, hallo. Heute gibt es wieder einige Veranstaltungstipps für Grevesmühlen. Bis Ende März haben wir noch ein buntes Programm geplant. Und ein paar Beispiele sind einmal der Hochsprung mit Musik. Den haben wir am 14.03. in der Mehrzweckhalle in Grevesmühlen ab 11 Uhr. Abends gibt es dann im Bahnhof am Kaffee-Kaffeebrenner Singer-Songwriter-Musik aus Neuseeland. Am Dienstag, am 17.03. haben wir wieder Kinderkino geplant. Wir zeigen im Bürgerbahnhof den König der Löwen. Am 18.03. gibt es die Erwachsenenvorstellung mit dem deutschen Spielfilm Systemsprenger. Die nächsten Angebote haben wir dann am Donnerstag, am 26.03. gibt es eine nachträgliche Veranstaltung zum Frauentag, die im Luise-Reuter-Saal stattfindet. Dort wird eine autorisierte Bühnenfassung von Christa Wolfs Stück Cassandra gezeigt. Am 27.03. um 16 Uhr ist dann in der Sport- und Mehrzweckhalle die traditionelle Frühlingsgala. Und nicht vergessen, am 28.03. haben wir unseren traditionellen Tag der Sauberkeit. Ab 9 Uhr sind alle Grevesmühlener aufgefordert, unsere Stadt
hübsch und schick zu machen für den Frühling und den Sommer. Der Bauhof verteilt Mülltüten und kümmert sich um die Organisation. Wer mitmachen möchte, ab 9 Uhr geht es los und wir hoffen, dass wir wieder eine große Beteiligung haben. Dankeschön. Schüler der Wasserturmschule stellten Sketche nach. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Im Urlaub bin ich bei Oma gefahren. Das stimmt. Halt dich da raus, Ilse. Ihr Kind schreibt Ferien mit H. Und dann steht hier noch, auf der Wiese steht ein Storch auf einem Bein. Man kann das doch nicht mehr entziffern, was dieses Kind hier schreibt. Ja, steht ja nicht auf einem Bein. Das habe ich auch so gelernt in der Schule. Und dann schreibt ihr Kind auch noch Storch wie Schule mit SCH. Nee, Frau Fuchs, so geht das nicht mehr weiter. Ich habe schon immer gesagt, wenn das Kind aus die Schule kommt, da schmeißt es den Ranzen auf die Bettwäsche und sitzt vor der Röhre. Kein Wunder, dass sie die deutsche Sprache nicht mächtig ist. Weil keiner sich um ihr kümmert. Was guckst du mich so an? Das ist doch deine Tochter. Eben, deshalb werde ich morgen mit sie üben. Ich bin sie sehr dankbar. Gisela. Lass mir in Ruhe. Ich bin Sie sehr dankbar, dass Sie mir informiert haben. Machen Sie sich keinen Kopf. Bei den nächsten Aufsätzen werden Sie Ihr blaues Wunder erleben. Mach schon auf, ich guck auch nicht. Nein, natürlich guck ich. Ah, so ist brav. Papa, Papa! Wir müssen die Untersuchung von letzter Nacht leider wiederholen. Was meinen Sie? Papa, Frühstück! Der nächste bitte. Hey, was geht? Ist wieder zu viel Fortnite gespielt. Jo. Wie geht's der Katze? Tot. Das hat man nicht einfach so dahin. Du hättest mich doch etwas vorbereiten können. Puh, wie denn? Tot ist tot. Du hättest sagen können, sie ist auf dem Dach spazieren gegangen und runtergefallen. Und du musstest sie zum Tierarzt bringen. Und die letzten Tage ging es ihr immer schlechter. Und sie musste eingeschläfert werden. Und das hätte ich besser verarbeiten können. Und wie geht's unserer schicken Nachbarin? Die Nachbarin, die war auf dem Dach spazieren. So, dann geh ich mal zu Hause, ne? Hast du schon die Matheaufgaben fertig? Ja. Nee, Klaus, bevor du gehst, will ich nochmal rüber gucken. Ein Radfahrer fährt in einer Stunde 20 Kilometer. Wie viele Kilometer fährt der Radfahrer in 2,5 Stunden? Ja, 50 Kilometer, das habe ich doch da hingeschrieben. Klaus, man muss die Aufgaben immer mehrmals durchlesen und sich auf die relevanten Fakten konzentrieren. Hier geht es um einen Radfahrer, der in einer Stunde 20 Kilometer zurücklegt. Wie viel legt er in 2,5 Stunden zurück? Boah, das Niveau hat bei euch ganz schön angezogen. Horst, der Klaus schafft es heute auch nicht mehr. Wir sind noch an der Mathe-Aufgabe dran. Na gut, werde ich ihn ausrichten. Schöne Grüße. Och Mann! Klaus, die Mathe-Aufgaben sind wichtig. Ich lese dir die erste Aufgabe nochmal vor. Ein Radfahrer fährt in einer Stunde 20 Kilometer. Das ist nicht ohne. Also, hier sind 20 Teller, die der Mann in der ersten Stunde fährt. Da sind 20 Tassen, die der Mann in der zweiten Stunde fährt. Werden wir mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5.
Mensch, das kann doch nicht sein, dass die euch in der Schule mit so dermaßen harten Aufgaben quälen. Mensch, ich rufe jetzt bei der Schule. Mensch, Klaus, die geht einfach nicht ran. Schatz, die Hausaufgaben sind dermaßen schwer. Ich hole dich jetzt ab. Wir fahren zur Schule. Was ist das denn? Dieses Wochenende wollten wir doch handyfrei und ohne Technik auskommen. Pack doch endlich dein Handy weg. Jetzt reicht's auch. Hey, spinnst du? Ich muss auch Horst schreiben. Wir haben gesagt, wir machen ein handyfreies Wochenende. Und daran wird sich auch gehalten. Das Tablet kommt natürlich auch. Hey! Mein Gott, es reicht doch auch mal. Mein Gott, hörst du nicht endlich mal auf? Was ist, wenn ich jemanden erreichen muss? Das kann bis Montag warten. Nein! Okay. Was machen denn so Menschen ohne Handy? Ich rieche WLAN. Sie haben eine neue Nachricht. 16:32. Henning, kommst du online? Wie lange habe ich schon durchgehalten? 15 Minuten. Dass der Christoph etwas lebhafter ist, ist ja gar nicht schlimm. Aber Sie können sich einfach nicht vorstellen, wie nervig das ist, die ganze Zeit mit den Papierkügelchen abgeworfen zu werden. Er stört den Unterricht massiv. Dann wollen wir mal sachlich bleiben. Wenn Sie als erwachsener Mann sich von ein paar Papierkügelchen stören lassen, ist es wohl nicht die Schuld von meinem Sohn. Wir haben doch früher allem Papierkügelchen geschossen. Und da haben die Lehrer uns auch nicht zur Schule gerufen. Sorry, sind wir mal ehrlich. Wegen Papierkügelchen, das ist doch Pillepalle. Was soll das denn? Und finden Sie Papierkügelchen wirklich Pillepalle? Okay. Ich rede dann mal mit Christoph. Christoph ruft auch immer unaufgefordert in die Klasse rein. Und das kann auch ziemlich laut sein. Gut, ich rede mit Christoph darüber, ne? Ja, wir sind jetzt hier bei der neuen Eisdiele. Wo sind Sie denn hingezogen? Also ihr findet uns jetzt in der August-Bebel-Straße 18. Das ist in der ehemaligen Filiale der Bäckerei Freitag. Gleich neben dem griechischen Restaurant. Werden dann auch die Bänke draußen wieder aufgebaut? Ja, ich teile mir wieder mit unserem griechischen Nachbarn die Terrasse. Und eventuell, wenn die Stadt das erlaubt, werden wir auch weiter nach links vor diese Bauruine noch ein paar Tische und Stühle stellen. Und eventuell kriegen wir auch den Strandkorb wieder hin. Aber da sind wir mit der Stadt noch im Gespräch.
So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Tschüss.